Mahamayurasana ist ein Asana, welches beschrieben wird im Rudrayamalayam, aber nicht genauer die Technik genannt. Vermutlich uns unter Mahamayurasana die Grundstellung des Pfaues gemeint mit gestreckten Beinen. Denn es gibt viele Vorübungen und Mahamayurasana heißt die wirkliche, großartige Pfauenstellung. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier gibt die Knie auseinander, die Handflächen auf den Boden, gibt die Ellbogen in die Nabelgegend, gibt die Stirn auf den Boden, strecke ein Bein, dann das andere Bein nach hinten aus, hebe den Kopf hoch und hebe dann auch die Beine hoch. Und damit es wirklich Maha ist, gib die Füße zusammen und halte den Körper in einer geraden Linie.